Ich weiß nicht, was der Richter schon gesagt hat, wir machen so einen geringen Beitrag. Eigentlich gar nicht mehr. Einfach brauche ich so voll im Vollpokalspiel. Ja, geht schon. Das darf ich nicht. Ich denke, das sind alles Vorbereitungsspiele, aber insgesamt haben wir uns bei den Spielen sehr gut geschlagen, haben diszipliniert gespielt. Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben, die in unseren Bereichen, sprich Oberliga, Regionalliga, Qualität besitzt. Und insgesamt mit dem Verlauf und mit den Spielen bin ich sehr zufrieden. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, so als eine Woche vor diesem Highlight, die Stimmung in der Mannschaft, wisst ihr da? Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt in dieser Woche unser Trainingslager beendet, sind direkt zu dem Spiel nach Berlin wieder zurückgekommen, haben heute auch, denke ich mal, sehr gut uns vorgestellt. Körperlich war es insgesamt eine harte Woche für meine Spieler, aber trotz allem eine sehr, sehr gute Stimmung. Wir haben, denke ich mal, eine tolle Mannschaft und wo jeder seinen Anteil auch dabei hat, jeder tut was für die Stimmung und wir sind da ganz gut aufgestellt. Was geben Sie Ihrer Mannschaft mit? Also wie stellen Sie sich gegen Stuttgart ein? Ja, man muss natürlich ganz ehrlich sein. Es ist für uns ein Riesenhighlight, auch für unseren Club, für unser Team. Wir können uns deutschlandweit präsentieren. Wir haben mit dem VfB Stuttgart den Finalisten vom letzten Pokal. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Aber ich denke, dass wir vor einer guten Kulisse unser Bestes abliefern werden. Und ich hoffe, dass wir das Spiel lange ausgeglichen gestalten können. Aber ich denke, da muss man sagen, VfB Stuttgart ist wie ein Formel-1-Wagen und da müssen wir uns schon sputen. Und ich hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel wird. Ich muss die Frage leider stellen, beim letzten Pokalauftritt BFC gegen Kaiserslautern kam es leider zur Ausschreitung. Haben wir schon mit Herrn Ulich darüber gesprochen, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind. Wie sind denn Ihre Erwartungen diesbezüglich? Ich erwarte einfach, dass wir an diesem Tag ein Fußballfest für unsere Verhältnisse auf die Beine stellen können. Solche Tage wie gegen Kaiserslautern müssen ganz klar der Zukunft angehören. Wir haben im Pokalendspiel hier in Berlin auch für eine sensationell gute Kulisse gesorgt. Alles ist friedlich geblieben. Es war ein Top-Endspiel. Und das Gleiche wollen wir natürlich nächsten Sonntag. Wir repräsentieren als Verein den Berliner Amateurfußball. Und das wollen wir mit allen Facetten, mit unserem Umfeld sehr, sehr positiv gestalten. Perfekt. Oder wollen Sie Ihre Aussage korrigieren, dass die Tage gegen Kaiserslautern in der Zukunft angehören wollen? Wollen Sie das korrigieren? Achso, ja. Was heißt das? Entschuldigung. Also, okay. Wie sind Ihre Erwartungen für das Spiel gegen Stuttgart bezüglich der Sicherheitslage? Ich denke, dass der Verein, unser Präsident, der gesamte Vorstand, das Umfeld alles Mögliche dafür tun, dass alles friedlich bleibt. Und ich erwarte das natürlich auch von unseren Fans, die uns unterstützen. Und es soll einfach ein schöner Tag werden. So bereiten wir uns vor und ich denke, dass es nächsten Sonntag ein toller Tag wird. Super. Dankeschön. Ich mache mal so. Okay. Ja.